Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Seminare, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Ich bin gerade zurückgekommen von einem Roadtrip nach Düsseldorf, Kiel, Düsseldorf zum Caravan-Salon. Da bin ich das erste elektrische Wohnmobil mit einer gigantischen Reichweite gefahren. Aber hier in diesem Video geht es nicht darum, sondern über etwas, was mich überrascht hat auf der Fahrt. Denn plötzlich habe ich 128 kW Ladeleistung bei meinem Tesla Model S 75 gesehen. Bisher waren es vor einigen Monaten nur 98 kW, beziehungsweise dann nach dem Software-Update 114, 16, 17, so in dem Dreh. Es geht um die Freischaltung der Supercharger Version 2 auf 150 kW Ladeleistung. Guck dir das Video an, dann erfährst du die Details. Was war passiert? Ganz einfach, ich war auf der Fahrt nach Düsseldorf und habe erstmal in Brinkum an dem neuen Supercharger geladen. Dort hatte ich bereits eine recht gute Ladeleistung von 117 kW. Was natürlich immer wichtig ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Supercharger als Ziel ansteuert, nicht den Reichweitenmodus anhat, sondern entsprechend mit dem normalen Modus fährt, sodass dann das Batteriemanagementsystem auch die Möglichkeit hat, den Akku vorzuheizen. Denn je wärmer der Akku ist bis zu einem gewissen Grad, das wird so um die 45 Grad Celsius liegen, ist die optimale Temperatur für den Ladevorgang erreicht. Denn je kälter der Akku ist, desto langsamer wird der Akku bzw. die Batterie geladen. Denn Kälte ist nicht gut und vor allem schnelles Laden in Kombination, dann stresst das die Batterie. Also insofern hatte ich mich da schon über 117 kW gefreut. Dann sind wir weitergefahren nach Cham und da habe ich erst meinen Augen nicht trauen wollen, denn da habe ich 128 kW Ladeleistung gesehen. Also das ist erheblich mehr als bisher. Und ich habe hier dieses Tool Tesla Phi unter dem Video. In der Beschreibungsbox findest du auch den Link, um es kostenlos zu testen. Das ist ein kostenpflichtiges Tool, kostet glaube ich 50 Dollar im Jahr, mit dem ich alles tracke. Also wenn du es einfach mal testen willst, dann guck dir den Link unter dem Video an, dann kannst du das kostenlos ausprobieren. Das Interessante ist, hier kann man eben halt auch sehen, welche Kombinationen zu dieser höheren Ladeleistung geführt haben. Und hier sieht man, dass zum Beispiel der Strom in einer Stärke von 411 Volt fließt. Also hier wird richtig Energie reingepumpt, um diese hohe Ladeleistung dann zu erreichen. Oder pardon, ich habe jetzt gerade mich vertan, hier bei Charge Rate sind wir 400 Ampere, also 411 Ampere und 334 Volt. Also das heißt, hier wird richtig Dampf gegeben. Das ist natürlich insbesondere auch interessant für die Model 3 bzw. Tesla Model S und X Fahrer mit den maximalen Reichweiten. Wobei ich jetzt gerade hier in einem Video von Björn Nyland gesehen habe, dass er auch in Anführungsstrichen nur 132 kW Ladeleistung hatte. Also gar nicht so viel mehr als mein alter Akku mit 128 kW gehabt hat. Nichtsdestotrotz ist es so, das musst du dir immer bewusst sein, Superchargen solltest du nur auf der Langstrecke machen, wenn es wirklich erforderlich ist. So haben wir zum Beispiel natürlich am Ziel dann auch geladen in Düsseldorf. Beim Caravan-Salon hatten wir einen Standplatz, das heißt, wir haben ganz normal über CE16 Blau am Campingstecker sozusagen geladen. Denn schnelles Laden stresst den Akku und wenn du das sehr häufig machst, wird das irgendwann dazu führen, dass deine Ladeleistung und vielleicht auch deine Reichweite sinkt. Insofern für dich einfach kurz die Info, wenn du auf der Langstrecke unterwegs bist, zum Beispiel einen Trip machst, wirst du in Zukunft jetzt mehr Ladeleistung zur Verfügung haben als bisher und schneller zum Ziel kommen. Ich finde, das ist eine tolle Sache und das ist eins der positiven Dinge, die man von oder zu Tesla sagen muss, dass sie hier kontinuierlich die Ladeinfrastruktur ausbauen, verbessern. Auf der anderen Seite, habt ihr in letzter Zeit ja auch immer wieder mal gehört, gibt es auch einige negative Sachen zu berichten. Das muss man natürlich im Kopf behalten. Man ist hier in Anführungsstrichen natürlich auch der Willkür von Tesla ausgesetzt, denn auf der anderen Seite haben sie zum Beispiel bei den alten 85er Akkus gerade die Ladeleistung gesenkt, um die Batterie zu schonen. Also das heißt, man weiß nie genau, mit welcher Ladeleistung jetzt über einen längeren Zeitraum betrachtet hier das Auto geladen wird. Aber im Moment ist es so, für die neueren Akkus, so ab 2016 sind die auf den Markt gekommen, die 90er Akkus und dann die 75er.
Seit dieser Generation ist hier also auch ein wirklich deutlich schnelleres Laden möglich. Nun, so haben wir zum Beispiel auf der Rücktour, da habe ich mich wirklich ganz streng ans Protokoll sozusagen gehalten, immer nur so viel geladen, wie ich wirklich gebraucht habe. Das heißt, da habe ich dann hier 26 Minuten in Lohne geladen, von 28 auf 73% geladen. Währenddessen ein paar nette Gespräche mit einigen Zuschauern und auch Veteranen geführt. Und dann die zweite Ladepause, da haben wir wirklich nur ganz kurz aufgetoppt. Also auch das machen wir zum Beispiel durchaus mal 7 Minuten in Rade war das von 26 auf 43%, damit wir dann so mit 5% sind wir, glaube ich, dann zu Hause angekommen. Das heißt also, ich komme möglichst leer zu Hause an, um dann hier eben halt auch langsam am Haushaltsstecker bzw. an CE 16 bzw. 32 rot zu laden, um dann den Akku auch zu schonen. Ja, soweit die interessante Nachricht. Probier es aus, wenn du auf deinem nächsten Roadtrip bist. Er wird schneller werden. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Fahrt mit deinem Tesla. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen hast, kannst du sie wie immer unter dem Video hinterlassen. Teile das Video, gib ihm mal einen Daumen hoch und falls du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich natürlich, wenn du es wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, dass du die Benachrichtigung einstellst. So kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.